Okay, ich will gar nicht lang reden, ich fange einfach gleich an zu lesen. Almanzos Autismus war wie eine dicke, meterhohe Wand, die sich zwischen die beiden geschoben hatte. Selten hatte Rosi das Gefühl, dass sie noch mit Worten oder Tränen zu Almanzo durchdringen konnte. Er stand auf der anderen Seite dieser Wand und verstand sie nicht. Das ist das Schlimmste am Autismus. Schlimmer als die Wut und die Zerstörung, das ist die Einsamkeit. Doch hin und wieder gibt es Momente der Verbindung auch mit einem Autisten. Sie sind selten und immer unerwartet, flüchtig und schon wieder verschwunden, bevor man sie festhalten kann. Dann sieht Almanzo Rosi plötzlich tief in die Augen und lächelt. Dann beugt er sich zu ihr herüber und zupft ihr sanft eine verlorene Wimper von der Wange oder berührt mit seinen Fingerspitzen ihre. Für diese Momente lebt man. Man ruft sie sich am Ende des Tages wieder ins Gedächtnis, um in der Erinnerung darin zu baden, solange es möglich ist. Durch diese Momente schöpft man die Kraft, um weitermachen zu können. Man muss sie feiern, sie gebührend zelebrieren, selbst wenn sie noch so winzig sind. Man macht sie vielleicht sogar größer, als sie sind, denn sie sind oft das Einzige, das man bekommt. Das war ein kleiner Textauszug aus meinem Roman Rosis Wunderkind. Ich habe darin die Lebensgeschichte meines kleinen Bruders verarbeitet. Mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich, also jetzt 36. Und am Anfang, als wir zusammen aufgewachsen sind, war er einfach nur ein kleiner Bruder, mit dem ich samstagabends Fernsehen geguckt habe. Oder samstagmorgens, bevor die Eltern wach geworden sind, noch Zeichentrickserien geschaut habe. Und das hat sich dann schlagartig geändert, als er dann 5 Jahre alt wurde. Da hat er angefangen, sich plötzlich zurückzuentwickeln. Er hat seine Sprache eingestellt, bis zum kompletten Sprachverlust. Also das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass ein Mensch, der gesprochen hat, der in normalen Kindergarten gegangen ist, der gespielt hat, einfach aufhört zu sprechen. Das können sich auch Ärzte nicht erklären und niemand, der nichts mit Autismus zu tun hat, kann sich das auch nur ansatzweise vorstellen, wie das ist. Heute braucht er tatsächlich 24 Stunden Betreuung. Ich weiß noch, dass ich als kleines Kind immer dachte, mein Bruder ist der klügste Junge auf der ganzen Welt. Ich war mit der festen Überzeugung, er würde irgendwann Professor oder Arzt werden, weil er so schlau war. Und heute lebt er in einem betreuten Wohnheim, 1 Stunde von München entfernt. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er wird sehr, sehr gut betreut, das muss man wirklich sagen. Da sind wir schon sehr happy darüber, aber leicht war es nicht. Und seine Lebensgeschichte habe ich eben in einem Buch verarbeitet. Ich bin Journalistin, schreibe unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Schriftstellerin. Und als ich diesen Buchvertrag bekommen habe, war mir klar, dass ich dadurch halt gerne meinem Bruder eine Stimme geben wollte, weil er eben seine Stimme nicht mehr verwenden kann, aber ich kann sie zumindest noch verwenden. Ich kann schreiben und ich kann in seinen Namen schreiben und versuchen, ein bisschen was von ihm in die Welt rauszutragen und ein bisschen zu erklären, wie er fühlt, wie er denkt, wie er tickt, um einfach ein bisschen mehr Verständnis vielleicht auch in der Gesellschaft für ihn und für alle Autisten zu bekommen. Ich habe unter anderem auch, weil mein Bruder kann zwar nicht mehr sprechen, aber er kann immer noch schreiben. Das heißt, ich habe auch einige Textpassagen von ihm in dem Buch mit eingewoben, sodass wenigstens auch ein bisschen was von seiner Stimme darin enthalten ist. All right.